In diesem Video darf ich euch die 7 Top-Familien-Skigebiete präsentieren. Wo kommt jedes Familienmitglied auf seine Kosten? Wo wird sowohl für die Eltern, für die Kids als auch für Oma, Opa, vielleicht noch weitere Gäste etwas geboten? Und genau nach diesen Kriterien haben wir auch unsere Liste hier aufgebaut. Als allererstes gibt es genug Kinderländer und Skischulen, wo die Kids oder auch Erwachsene Skifahren erlernen können. Gibt es genug blaue Hänge, leichte Hänge, um das Skifahren zu üben? Aber auf der anderen Seite gibt es auch genug steile Pisten, ambitionierte Pisten, damit auch die sportlichen Skifahrer auf ihre Kosten kommen. Und zu guter Letzt gibt es auch Angebot für die Familienmitglieder, die nicht mehr Skifahren gehen. Jetzt die Frage an euch. Gibt es noch Skiorte, die wir nicht in dieser Liste aufgeführt haben und zu denen ihr immer in den Skiurlaub mit der Familie fahrt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da wieder auf einen regen Austausch und jetzt geht's los. Zum Start dieser Liste blicken wir in die Mitte Deutschlands, nach NRW, ins Sauerland ans Skiliftkarussell Winterberg. Dort gibt es einige Übungshänge, einige Kinderländer, einige Skischulen, die das Skifahren für die Kinder und auch für Erwachsene beibringen. Und man muss eben nicht so weit fahren, wenn man in der Mitte Deutschlands wohnt oder auch im Norden Deutschlands und hat da eine ruhigere und gelassenere Anreise. Das Skigebiet ist im Vergleich zu den anderen Gebieten, die noch in der Liste kommen, recht preisgünstig und man kann eben den Start ins Skifahren dort gut erproben. Auch für die Familienmitglieder, die keine Wintersporterfahrung haben und auch nicht auf Skier wollen, gibt es dort mit Winterwanderungen oder auch eventuell Langlaufläufen gute Alternativen. Für Platz 6 dieser Liste bleiben wir in Deutschland, verlagern aber unseren Standpunkt etwas in den Süden und zwar in das größte Skigebiet im Bayerischen Wald und das ist das Skigebiet Großer Arber. Ein sehr abwechslungsreiches und für deutsche Verhältnisse schneesicheres Skigebiet, was mit einem Funpark, Kinderland und eben dort dem Maskottchen, dem großen A-Bär, Achtung Wortwitz, ausgestattet ist, um die Kinder da ja dem Skifahren näher zu bringen, das Ganze auch mit einem schönen Erlebnis zu verbinden und auch da die Möglichkeit, dass man Winterwanderungen eingehen kann. Es gibt Loipen, also auch Alternativprogramme für all diejenigen, die jetzt nicht mehr stark und ambitioniert die Pisten herunterfahren wollen. Wenn es aber einen sportlichen Skifahrer in der Familie gibt, gibt es dort sogar Weltcup-Strecken, auf denen ihr euch ausprobieren könnt, also auch da verschiedenes Programm. Für Platz 5 dieser Liste nähern wir uns noch mehr den Alpen und sind jetzt schon in den deutschen Allgäuer Alpen unterwegs und das in Oberjoch-Unterjoch, wo ich auch als Kind und Jugendlicher häufig mit dem Basti unterwegs war. Wir haben dort die ganzen Wellenbahnen genutzt, kleine Ziehwege durch den Wald, es gibt einen Funpark, es gibt ein Kinderland, auch das ein wirklich schönes Erlebnis für Familien. Ganz toll ist da übrigens auch der Märchenwald, wo der Nachwuchs wirklich auf seine Kosten kommt und mit den Sesselbahnen und Schleppliften auch für die ambitionierten Skifahrer richtig stark. Es gibt auch die ein oder andere Freeride-Möglichkeit, die wir damals als Jugendliche genutzt haben. Da sind sehr gute Erinnerungen entstanden und deswegen ein klarer Tipp von mir, Oberjoch, Unterjoch in Bad Hindelang. Nun gehen wir nach Österreich über und bevor wir uns die größeren Skigebiete dort angucken, die auch für Familien gut geeignet sind, mein Tipp an euch. Macht euch zunächst einmal bewusst, dass kleinere Skigebiete mit Nachwuchs das Bessere sind. Es geht ja zunächst einmal ums Wintererlebnis und darum, den Schnee zu erleben, vielleicht eine Schneeballschlacht zu machen. Gar nicht so sehr um viele Pistenkilometer. Die sind eher für euch als Eltern oder für die Großeltern interessant. Das heißt, wenn ihr als Familie erstmal im kleinen Rahmen einen schönen Skiurlaub verbringt, dann könnt ihr euch an diese großen Gebiete heranwagen, wie zum Beispiel die Zillertal Arena, wo es auch mit verschiedenen Angeboten auf unserem Platz 4 für die ambitionierten Fahrer längere Pisten, bis zu 10 Kilometer lange Lieblingspisten und dann aber auch viel Angebot für die Kids, also Halfpipe, Funpark, Skikindergarten, wenn es um die ganz Kleinen geht und auch für die Großeltern im Zillertal. Da gibt es einfach viel Angebot und das in einer Skiregion, die im Grunde für jeden etwas bietet mit dem Zillertaler Super Skipass, wenn man dann sogar hoch auf den Gletscher mal möchte. Im Vergleich zur Zillertal Arena ist unser Platz 3 auf der Liste nochmal etwas kleiner, aber deutlich fokussierter auf Familien. Und das ist die Almenwelt Lofer im Salzburger Land.
Mit 45 Pistenkilometern kommen auch die ambitionierten Skifahrer auf ihre Kosten, aber vor allen Dingen der Nachwuchs mit der Positionierung als Familienskigebiet und als ausgezeichnetes Familienskigebiet mit Sesselbahnen, die besonders familienfreundlich sind, die automatisch schließen, die besondere Kindersicherungen haben und gleich mit zwei Kinderländern, die dort geboten werden. Das Ganze abgerundet mit einem Programm unten im Tal, wo es um Schneeschuhwandern geht, sogar um Pferdeschlittenfahrten. Also da kommt auch jeder, der eben nicht Skifahren geht, auf seine Kosten. Auf Platz 2 werden wir nun richtig groß und sehr abwechslungsreich. Wir blicken auf die Skiwelt Wilderkaiser-Brixental und das mit 284 Pistenkilometern und 90 Liftanlagen, die dort noch weitere 4 Funparks, eine Funslope, Skimovie-Strecken und Alpen-Iglus zur Erkundung bieten. Also da wird es jetzt sehr, sehr breit, was das Angebot angeht. Und mein Tipp an euch, ihr solltet da schon auf Skiern gut unterwegs sein, damit man das überhaupt gut erleben kann. Für all diejenigen, die nicht Skifahren, gibt es rund um die Skiwelt verschiedene tolle Orte, Wanderungen und auch Restaurants und Hütten, wo man gut einkehren kann. Auf Platz 1 dieser Liste, der ein oder andere wird es sicherlich schon erraten haben, steht das Tiroler Skigebiet Serfaus Fislades. Dort war ich selbst schon unterwegs, habe mir auch ein Bild über die verschiedenen Kinderländer gemacht, 2 an der Zahl, und der Skigebietstest ist hier oben verlinkt. Einfach mal reinschauen, wenn du dir die gesamte Region anschauen willst. Dieses Skigebiet bietet sehr fokussiert etwas für Familien. Wir haben Gondelbahnen, die ganz besonders für Kinderwagen ausgestattet sind. Wir haben verschiedene Erlebnisländer, wir haben Actionparks und wir haben Sesselbahnen, die auch für die Kinder perfektioniert die Höhe einstellen. Also alles wirklich sehr, sehr stark auf das Familienangebot ausgelegt. Mit all diesen Angeboten für alt, jung, klein und groß landet Serfaus Fislades auf Platz 1 unserer Liste. Und für dich gibt es hier direkt das nächste Video. Ich freue mich, wenn du dich weiter auf dem Kanal umschaust und das Abo setzt. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.